Hallo Leute, willkommen zurück hier in Metroid Prime. Wir haben hier auch direkt gespeichert und so, und das freut mich vor allem, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, die letzten Episoden waren eher failig, aber wir haben es jetzt doch geschafft, dieses Ding da endlich mal zu scannen. Nämlich ist das ein Sturzsegler, ja. Au. Ja, okay. Jetzt kann ich euch zeigen, man muss nicht speichern, man kann auch einfach so die Energie wieder auffüllen. Seht ihr? So, und jetzt haben wir wieder volles Leben. Und die Dinger hier kommen nimmer. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier direkt weiter. Die Frage ist nur, wo machen wir hier weiter? Wir haben jetzt auf jeden Fall den Charge Beam bekommen, was uns jetzt nicht irgendwie mehr hilft oder so, aber das ist auf jeden Fall der heiße Raum, das weiß ich. Ob wir darauf kommen, das weiß ich noch nicht. Da ist auf jeden Fall Ende im Schacht. Oder? War das dort? Großes Ruhebecken. Ja, ich glaube, das war dort. Hier? Ja. Kann man ja mal probieren, da hochzukommen. So, probieren wir das. Ich weiß, in den letzten Parts haben wir. Ja. Bei manchen Stellen, das haben wir gegangen. Die sind eigentlich total simpel, muss ich mal sagen. Also. Das tut mir leid, dass ich da irgendwie so gegangen bin, obwohl ich das eigentlich nicht sollte. Na, hier explodiert sicher nicht. Oh, tut weh. Im Herzen aber. Ja, aber ich werde mich versuchen zu verbessern. Fuck. So, okay. Ja, jetzt können wir die Sachen hier anziehen. So. Gut, so, schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Noch können wir hochhüpfen. Und jetzt können wir, wenn wir die Pilze da wegschießen, noch höher kommen. So, hier hoch und hoch und hoch und runter. So, da fahren wir jetzt einmal durch und... Ah! Nein! Oh nein! Oh shit. Ja. Genau das meinte ich mit, ich werde mich verbessern und so was. Hier nicht mehr an Stellen hängen und so was. Ja, das ist das. Ich bin halt der Mann, der kann. Ja, ich bin ein Mann. Und. Ja, das ist ja wurscht. So, jetzt geht aber die Party hier ab, ey. Oh, oh, die Viecher sind weg, okay. Die sind schon kaputt gegangen. Echt dumme Viecher. Ihr einziges Lebensziel ist uns zu zerstören, hier ist was zu Teufel. So, hier können wir die Augen hier direkt wegschießen auf Ewigkeit, Alter. Wir müssen den nicht einmal komplett aufladen. Das geht auch, wenn wir so ein bisschen hier davon schon haben. So. Aha, Gefahr wird hier ganz groß geschrieben. Wir haben hier eine Gefahrenanzeige links, falls ihr es schon bemerkt habt, Leute. Aha. Was ist denn das für eine Tür? Ich weiß noch gar nicht. Ich weiß gerade echt nicht. Gehen wir hier mal durch. So, hier hüpfen. Ah! Okay. Puh. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Baden gehen. Nee. Kein Bock, Mann. Hier. Hier kommt man nicht weiter. Das ist eine Bescherung hier. Gehen wir an die andere Seite. Dieselbe Geschichte nochmal in grün. Aha, hier kommen wir allerdings mit dem Morphball weiter. Ha, 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 ha. Ui. Eine Steinkröte. Ah, Drecksvieh. So, okay. Weiter geht's hier. Was können wir hier machen? Gar nichts. Okay, weiter geht's hier. Oh boy. Nee, sonst erschrecke ich mich ja nicht. In Dead Space habe ich mich fast nie erschreckt. Und jetzt auf einmal, nur weil das so Kindheitserinnerungen sind. Damals habe ich mich auch zu Tode erschreckt bei dem Ding. Ich lerne einfach nie dazu. So, aber diesen Dart hier. Wow, 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 wow. Maschine, eine Verbrennungsdrohne, Mann. Okay, alles klar. Ja, dann werden wir uns
die wir hier vorknöpfen, wenn die uns hier einfach so verbrennen will? Nur wie, ist die Frage. So. Aha. Da macht sich was auf, das können wir abschießen. So, und jetzt? Oh. Jetzt kommen hier neue Viecher. Na komm, 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 komm. Ich schaff's, ja. Das ist ein cooler Sound übrigens. Eine Schützenwespe, so weg hier damit. Ah. Boah, die halten wahrscheinlich mehr aus und können auch Gift schießen, ne? So, hier. Ups, hüpfen. So. Aha, nein, du vergiftest uns hier nicht. So, weg hier. Und du auch. Noch irgendwo eine. Derweil nicht. Ups, jetzt bin ich ausgewichen anstatt zu hüpfen. Aha, aha, jetzt geht's hier schon die Party weiter ab hier. Nein, 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 nein. Und zack. Ja. Pass, Hauptsache wir machen dem Ding hier Schaden. Die Dinger da oben kommen eh unendlich. Diese Fliegen-Wespen-Dinger da. So, hier. Weg bist du. Weg vom Fenster hier. Zack. Jetzt wird euer Nest da verbrennt. Tja. So zerbröselte Keks normal. Geschissen, gerissen, was? Hä? Und was ist das, was wir hier bekommen? Wow. Das ist eine Morphball-Bombe. Die kennen wir auch schon. Jetzt können wir endlich Bomben legen hier mit dem Morphball. Ja, passt. Das heißt, wir können hier auch dieses aus. Wie heißen die Dinger nochmal? Ich glaube. Stein. Stein irgendwas. Stein. Sandstein oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht. Was ist denn das hier? Ein Missile-Container erhalten. Maximum der mitführbaren Missiles erhöht sich um 5 Stück. Okay, das heißt, jetzt können wir 10 Missiles hier lagern. Haben wir Kapazität, bla bla. Ja. So, das heißt, hier geht sowieso nicht weiter. Wir können hier auch schon wieder zurück und jetzt eröffnen uns wieder. Blablabla, neue Wege. Zum Beispiel auch sowas. Da können wir uns jetzt nämlich hochspringen. Yep. Dort können wir jetzt alles. Die nächste. Hier höher. Na, verdammt. Hier. So. Ja, ja. Ich weiß noch. Da bin ich mal vor denen ausgewichen. Und was ist? Ich bin da links reingerollt. Zu denen und dann hat mich dieses Kackding da gefressen. Oh man, ich kann mich noch erinnern dran. Aha, hier können wir auch was aktivieren. Und zwar. Irgendwas. Ah, eine Puppe, eine Abwasser, eine Dinganlage. Oh oh, hier geht's um Zeit, hier geht's um Zeit, hier geht's um Zeit. Das heißt, wir rollen hier erst einmal raus. Und machen. Gute Frage. Ah, hier das nächste. Schnell aktivieren. Ja, da ist jetzt auf jeden Fall noch irgendwas hochgegangen. Jetzt öffnen uns hier neue Wege. Sag mal, wo waren dort? Ah, da oben. So, wie man an dem Ticken erkennen kann, geht es hier um Zeit. Ja, weg hier. So, hier durch. So, die Sachen sammeln wir ein. Na, geht nicht, okay. Na gut, dann gehen wir jetzt schnell hier hoch und darüber. Und ja, was mache ich hier? Ist das was Neues? Ja, da ist was Neues. Passt, haben wir schon 3 Sachen aktiviert hier. Und so geht auch die Sperre von dieser Tür hier weg. Das heißt, uns öffnet sich noch ein neuer Weg, wer jetzt gedacht. So. Ja, ist das geil oder was? So, was?
Was ist da los erst? So, was. Ist da die Tür? Na, hinter uns ist die Tür. Jo! Ja, ich schaff das. Jetzt bleibt das natürlich auch für immer so. So, ich bin gerade nicht. Der Weg ist wirklich nicht auf der Karte verzeichnet. Ist das etwa ein Geheimweg? Oh Mann. So, wir können hier mal durch. Ja, ja, Benutzung der Magnetschiede nochmal nicht möglich. Da brauchen wir den Spider Ball. Aha, hier können wir allerdings durch. Na, hups. Und einen Energietank erhalten, das ist gut. Weil. Ja, das war ein Geheimweg. Dass es nicht so einfach gemacht wird, hier so den Energietank zu dingsbumsen. Ja. Aha, und unser nächstes Ziel wird auch schon. Fremde Technologie geortet. Intakter Transporter entdeckt. Mann, kann ich bitte mal Deutsch lernen hier? In den Höhlen von Magmoor, ja klar. Ja, tja. Also da komme ich jetzt da ganz bestimmt hin demnächst. Hallo? So. Okay, dort können wir ja alles gut machen. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen ausrüsten, bis wir da weiterkommen. Also wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein paar Power-Ups. Vor allem das, dass wir diese krasse Hitze dort überstehen. Das wäre nicht schlecht, sonst haben wir da ein gebratenes Händel, wenn wir dort eine Kummer erst. So. Gut, ein bisschen haben wir noch Zeit. Heute sind wir Gott sei Dank nirgendwo gehangen. Also, wir können hier allerdings auch direkt mal nach rechts gehen. Sag mal, wo war der die Tür? Da ganz unten rechts, okay. So, hüpfen wir da mal hin. Okay, noch weiter unten. Ja. So, hier. Okay. Ich sehe euch. Ich mache euch jetzt schon kaputt hier. So, dazu sagt ihr nichts. Ja, was los, hä? Ja? Ja, jetzt sagst du nichts mehr, was? Oh, 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 da kommen noch mehr. Da haben wir seine Brüder aufgeweckt hier. So, okay. Ah, scheiße, scheiße. Okay. So, jetzt aber. Nämlich weiß ich rein zufällig. Ja, Mr. Tentakel, geh hier weg. Guten Tag. So. So, die müssen wir ja auch mal ein bisschen kaputt machen. Wenn wir es nur einfach denen die Augen wegballern, dann ja, hält es nicht lang. Schaut, zwei auf einmal erwischt. Geht das doch? Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm, na komm, na komm. Du letztes kleine Putzi-Putzi-Ding. So, okay. So wird das Geschein jetzt geheißen hier. Talonische Legierung? Egal, auf jeden Fall können wir das jetzt aufsprengen. So, und wir können durch. Ja, Mann, na, das geht nicht mit dem. Wir müssen hier so was. Und jetzt. Jetzt geht's hier weiter. Und schon wieder eine. Ja, die wollen ja unsere Missiles fladern erst. Was ist das hier? Ja, können wir hier überhaupt irgendwas machen? Ich sehe da nur Spider-Schienen und dass wir hier noch nichts machen können. Ja, was bist du hier? Metallische Struktur, porös, starker Beschuss führt wahrscheinlich zur Zerstörung. Okay, das ist ein Missile. Okay, cool. Und ein Missile-Vorrat. Haben wir erhöht. Jetzt haben wir 15 im Gepäck hier. Allerdings kann man hier wirklich nicht viel mehr machen, denn ja, da geht es nur mit Spider-Schienen hoch und so was haben wir noch nicht. Das heißt, jetzt haben wir einfach nur unseren Missile-Vorrat ein bisschen so auf Trab gebracht hier. Na,
So, alles cool, dann können wir hier auch zurück, direkt wieder zurück hier. Oh man, ich habe keinen Bock auf euch, ich fahr da jetzt einfach durch. So. Okay, dann ich muss mal den hier aber schon kaputt machen. So, noch kleine Pizza, über euch hüpfe ich drüber, ja okay, erfolglos. So, die können Hirn sammeln und hier, weg hier mit dir. So, Trick hier. Okay. Wie schaut's mit der Zeit aus? Ja. Geht eh noch ein bisschen. So, hier. So, wir sind jetzt gleich wieder im großen Raum und dann schauen wir hier direkt, wo es weitergeht. Wo es hier eventuell weitergehen wird, ich bin schon gespannt. So. Jetzt machen wir hier wieder unsere kleine Analyse. Nämlich geht's da. Ofenanlage, gute Frage, ob es so weitergeht. Da auf jeden Fall nicht. Und da rechts wird es dann. Ja, hier wird es allgemein weitergehen. Ich würde sagen, wir schauen in dem Part noch, ob es da hinten weitergeht. Und falls nicht. Ich glaube, da geht es aber eh nicht weiter. Wir gehen direkt nochmal nach rechts. Ich verlasse mich jetzt einfach auf mein Gefühl, anstatt da alles systematisch hier durchzugehen. So, also da brauchen wir gar keine Kugel. Ja, ich bin auch so eine Kugelmann. So, schauen wir jetzt mal ganz nach oben. Vielleicht kommen wir ja bis ganz nach oben. Wer weiß. So. Hier hoch. Da hoch. Ja, bis jetzt schaut es ganz gut aus. Da können wir durch. Gut, da werden wir sowieso nicht mit dem Morphball alleine durchkommen. Da brauchen wir nämlich solche Zerstörungsdinger da. So, wo seid ihr? Okay. Haben wir wieder unser Missile-Vorrat voll aufgetankt hier. Oh nein, bitte nicht doch hier sowas. Doch, dieses Kult-Symbol wurde aktiviert. 4 Kult-Symbole. Oh man. Nicht schon wieder. Ich weiß, dass ich hier der Pro drin bin, Mann. Aber dann ist es nicht so schlecht. Das heißt, ich habe immer gesagt, dass sich so hinter einem Tentakelens versteckt. Vielleicht ist das ja hier so. Tja, wer weiß. Ja, was mir da gerade einfällt, ist, dass ich die auch noch scannen könnte. Die kenne ich noch gar nicht. Das ist nämlich Giftgras, okay, Gift. Alles klar. So. So ganz langsam hier einfach. Ja, weiter. Ja, weiter. Ja, okay, ich hätte es vorher vielleicht so abschießen sollen. Gut. Entdecken wir hier noch irgendwas. Was ist das? Achso, das ist auf jeden Fall kein Kult-Symbol. Da oben vielleicht. Nein. Achso, aber da geht's hier weiter. Nach so Kreisen muss man auch schon halten. Dort war keiner. So, wir sind ja schon ganz oben und ja, toll. Wir haben ganz schön viele coole Symbole bis jetzt eingesammelt. Ja, na gut, Leute, ich würde sagen, aha, da ist noch einer. So, das war's für den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode, Leute. Macht es gut. Ciao.